Hey Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Little Nightmares. In der letzten Folge, ich habe keine Ahnung, wir wurden von einem Wasserwesen gejagt und jetzt geht es hier nach oben. Und ich höre schon wieder solche Schleimviecher. Und da ist schon wieder Wasser und auf Wasser habe ich gar keine Lust seit dem letzten Mal. Falls ihr die letzte Folge verpasst habt, schaut sie euch... Schaut sie euch gerne an. Und jetzt ist hier kein Wasser. Nee, doch. Ich glaube, das Wasser ist dann so... Fährt das auch wieder hoch? Oh, wir müssen jetzt drücken und schnell genug sein. In der letzten Folge, wir wurden halt von so einem komischen Wasserwesen gejagt. Falls ich ein Bild dazu finde, habt ihr das vorher gesehen? Wenn nicht, okay. Vielleicht kann ich auch einfach diese Kiste nehmen, die hier oben steht, und sie vielleicht da reinschieben. Nach 10 Minuten dachte ich mir, probierst du das vielleicht mal. Das klingt irgendwie logisch. Ich glaube, so soll es gemacht werden. Muss ich halt die Distanz abschätzen. Weil der Sprung ist auf jeden Fall machbar. Ja, okay. Okay. Ich glaube, so soll es gemacht werden. Wenn es jetzt wieder nicht funktioniert, keine Ahnung. Ich gucke im Internet. Ey. Hätten wir das jetzt nicht geschafft? Instant Quit. Okay, wir sind in einem Duschraum? Ich weiß es nicht. Ich will da nicht hin. Hier sind auch gleich wieder solche Schleimviecher. Solche Würmer. Hey. Der sieht freundlich aus. Ich halte mich fest. Dahin. Wieder Fisch zu misdirecten. Wo muss ich danach hin? Oh mein Gott, ich muss ja ewig weit. Oh mein Gott, der ist schneller geworden als beim letzten Mal, gell? Ja, safe. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Hallo? Ey, der Typ ist so weird. Was ist denn das für einer? Wieso lebt der unter Wasser? Nee, er kann das anstupsen. Ja. Ja, first try. Das war ein Fehler. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich weiß, wo ich hin muss. Bitte, dann haben wir es, glaube ich. Ja. Perfekt. Es geht noch weiter danach. Ey, please, ich habe gar keinen Bock mehr. Oh, jo. Der Jump ist safe nicht machbar. Auf das Schiff. Doch, der ist machbar. Ja, er schwimmt doch da, hä? Hey?
Oh, 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 ja, ja, komm. Ich mach's jetzt. Jo, werd halt einfach noch schneller. Ich hab's, okay. Also, Leute, das ist der Wahnsinn. Ich, oh mein Gott. Ja, eben. Ja, komm. Unfair. Und er campt halt da unten. Kann man da oben durch? Okay. Da ist wieder so ein Ding. Ja, wo ich hin muss. Ich springe ins Wasser. Kletter direkt erstmal wieder raus. So, was machst du denn? Danke, dass du da hochspringst. So. Warum sollte ich das wollen? Ich weiß nicht, warum ich dieses Szenario möchte. Warum möchte ich, dass das Wasser weg ist? Gegenfrage, warum möchte ich, dass es da ist? Ja. Oh, haha, ich habe keine Ahnung, was ich von mir wollte. Ich sterbe doch, oder nicht? Ja. Ach, man. Ich wusste... Ja, ich habe vergessen, dass das Wasser nicht so tief ist. So, nochmal jetzt überlegen, was genau die von mir wollen. Also erstmal wollen sie, dass ich ins Wasser springe. Bin ich mir sicher. Wir klettern jetzt mal nach oben. Okay, hier geht's wirklich nicht weiter. Ja, sicher ist sicher. Wir müssen mit dem Ding in der Hand vielleicht ins Wasser. Wisst ihr, was ich meine? Nein, wir müssen es auf die Kiste legen und dann... Vielleicht können wir damit schwimmen. Ich glaube nicht, dass wir damit schwimmen können, aber vielleicht können wir damit schwimmen. Ich will keine Dose. Ich verstehe. Ja, aber ich muss doch jetzt das Level resetten, oder nicht? Ja, außer ich bin jetzt so ultimativ gut. Boost. Und schaffe, dass dieses Ding da drauf landet. Dafür jetzt ein Like. Allgemein, wenn euch das Ganze gefällt, könnt ihr es gerne mit einer positiven Bewertung bewerten. Okay. Damit ich weiß, dass euch das gefällt und ihr mehr davon wollt. Schließlich gibt es von dem ganzen Gamer noch einen zweiten Teil. I think that this is schlau.
Wie hoch war denn jetzt die Wahrscheinlichkeit? Ich schneide. Okay, Stunde später, ich habe es nochmal probiert. Es hat wieder zwei Versuche gedauert. Das ist einfach dumm. Ja, genau. Ja, spring halt noch gegen den Balken vorher. Okay, ich hab's kapiert. Hätte er doch nicht hochschiebt das. So. Es regt halt echt auf, dass das so... Ich will nicht sagen, dass es schlecht programmiert ist, aber man hätte das besser lösen können. Perfekt. Okay. Wir haben es. Ich glaube, ja. Die Aufnahme geht jetzt schon 2 Stunden. Ja. 1 Stunde 50. Hätte ich vielleicht zwischendurch beten sollen. Das nimmt nur unnötig Speicherplatz weg. Egal. Ah, ja, genau. Ich weiß, ich bin jetzt schon sowieso salty, ja. Aber das Game ist so traurig. Das ist traurig gemacht. Ey, der Hauptteil war viel besser. Also, da gab's Stellen. Du hast wenigstens verstanden, wie sie funktionieren. Ja, ich bin schon da weg. Ich sage euch, der kann mit seiner Hand nach mir schnappen und zieht mich jetzt gleich da runter, wenn ich zu lang schwinge. Nicht? Wow. Io, mach halt alles kaputt, was ich liebe. Dankeschön. Das war das gute Brett von Amazon. Was soll ich hier tun? Wofür ist dieses Brett? Ist das einfach nur, um mich dahin zu locken, dass er mich kriegt? Danke, Spiel. Danke dafür. Oh ja. Danke für die Erklärung, Spiel, was mir das jetzt gebracht hat. Außer, dass ich da jetzt Dreiecke auf dem Fernseher habe, die mich stalken. Ich hätte springen müssen. Komme ich da hoch? Ja, töte mich mal. Keine Ahnung, wie ich da hochkomme. Danke dafür. Das Spiel erklärt einem auch nichts. Also im ersten Teil war es ja so, die Rätsel waren ja so logisch aufgebaut. Ja, es war klar, wenn du das machst, dann kannst du da rüber. Ich kann da gar nicht rüber. Also egal wie. Ich kann mich an dem Licht festhalten, was auch überhaupt nicht heiß wird oder so. Das zum Beispiel macht jetzt für mich gar keinen Sinn. Ich dachte, wir sind Freunde. Kletter da hoch, Mann. Ich frag mich sowieso, warum er nicht einfach da oben hingreift, so. Aber jetzt weiß ich auch, wofür das hier ist. Der reißt das doch jetzt gleich runter, hä? Muss ich auf den Fernseher drauf? Was bist du überhaupt?
Ich hab den Durchblick. Ey, oh, ich schneide euch das. Okay, ich schieb jetzt den Fernseher selber einfach da rein. So, stirb. Tut mir leid, aber das ist ein befriedigendes Gefühl. Und jetzt schaffe ich es nicht auf den Fernseher. Ah, aber der Strom ist weg. Hallo? Okay, wir haben's. Meine Aufnahme geht jetzt exakt 2 Stunden 10 Minuten. Ist das nicht toll? Ich habe keine Ahnung, was ich alles wegschneiden muss. Deswegen weiß ich auch nicht, wie lange der Part heute geht. Ich nehme jetzt noch 10 Minuten aktiv auf. Und dann muss ich halt einfach hoffen, dass ich weniger als 10 Minuten rausschneide. Bin müde, ja. Kann ich verstehen bei so vielen Treppen. Diese 5 Stufen jetzt. Aber ich glaube, damit haben wir den ersten Boss besiegt. Und diesmal ist es auch nicht Rest in Peace, dieses Mal ist es einfach so eine Freudenparty. Es tut mir leid, aber ich hasse den Typen. Der ist also... Das war kein Tod. Das war... Nein. What? Ihr kennt diese Szene. Errungenschaft freigeschalten. Beinahe. Okay, das hat mir ein Achievement gegeben. Okay, es speichert oder es lädt was. Hallo? Es wird heller. Nein. Nein. Bitte, tu das nicht. Nein. Ja, confirmed. Die Kinder werden da reingestopft und zu den Köchen gebracht. Und die Köche verarbeiten die Kinder zu essen. Was ist das bitte für ein komplett krankes Game? Ich sehe nichts. Wenn ich nichts sehe, einfach springen drücken. Ich weiß nicht, ob ich da durch. Ich habe immerhin noch meine Lampe. Okay, ich kann damit hintergehen. Diese Lampe leuchtet komisch. Da sind teilweise, da ist teilweise das komplette Farbspektrum. Nee, du bleibst jetzt hier. Ah, auch wir knuddeln ihn. Du machst mir jetzt die Tür auf. Danke, Meister. Warte. Werf dich wieder. Hau, hey, hopp! Sehr schön. Jetzt bist du selber schuld. Ich brauch dich hier. Du musst da oben bleiben, Mann. Perfekt. Warte. Ey, der hilft uns jetzt. Ist ja mega cool.
Oh, er kommt aber mit, okay. Hier ist Stoff. Ihr wisst, was Stoff in diesem Spiel bedeutet. Okay, Mr. Meister Langarm ist zurück. Ja doch, Licht. Schau mal, was haben wir hier? Ja. Diese Gnome sind halt auch weird. Ich weiß, ich benutze die. Um die Zahl in den Thumbnails reinzuschreiben, benutze ich immer die Mütze oder was auch immer das ist von diesem Gnome. Da ist auf jeden Fall einer eingesperrt. Den retten wir. Ah, solche Art von Spielen kenne ich. Ja, ja, okay. Wir müssen jetzt den da oben. Das ist doch bei Luigi's Mansion 2 auch so. Wir müssen jetzt immer Stück für Stück mehr von ihm befreien. Das ist wie bei mit den Toads. Nein, wir müssen ihn erst knuddeln. Komm mit. Wir sind Freunde. Ach ja. Okay. Was muss ich jetzt genau mit euch machen? Wenn, einfach nur mal die Frage. Okay. Könnte auch noch einer drin sein. Wie kommen wir denn da hoch? Also ich dachte, wir müssen so einen Gnom an diese Kiste hier über mir jetzt werfen. Damit der halt so runterfällt. Und hier mach. Ja, perfekt. Warum gibt's das hier? Dahin. Ja, ich werf dich hoch. Schön. Du machst aber nix. Okay, sehr schön, dass ich jetzt schon struggle. Was ist das hier eigentlich? Pass auf. Nein, ich will die Kohle. Es ist mir schon klar, dass ihr dahin wollt. Ihr wollt auch da hoch. Ja, warte. Er teleportiert sich nach unten. Was ist das denn? Ja, dann stellen wir uns jetzt alle gemeinsam hin und warten. Ja, ich kann nicht pointen. Ja, ist nicht mein Problem. Wie kommen wir da hoch? Ja. Ich dachte ursprünglich, ja, man nimmt diesen Gnom mit hier hoch und wirft ihn gegen diese Kiste und er zieht dann diese Kiste runter. Aber wie ihr klar und deutlich sehen könnt, fliegt der Gnome nicht mal ansatzweise bis nach da hinten. Was ist hier? Gibt's hier ein Secret? Die können sich auch durch. Kann ich das hier vielleicht ziehen oder so? Warum kann ich hier hoch? Was bringt mir dieses Stück Kohle?
Ja, dann werde ich das halt mal googeln, weil ich verstehe es halt legit nicht. Kann auch nicht weit genug hüpfen, oder? Wahrscheinlich habe ich das auch schon 10 Mal probiert oder so. Ja, ich google dann in der nächsten Folge. Wenn euch das Ganze gefallen hat, zeigt es gerne mit einer positiven Wertung. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann und ciao, Leute.